Hallo und willkommen zum Unboxing-Video des iPod Nano 7. Generation 16 GB. Ich habe den bekommen als Austauschprogramm für den iPod Nano 2. Generation. Normalerweise, glaube ich, bekommt man ein iPod Nano der 6. Generation, aber da Apple mein Paket verschlampt hat, habe ich jetzt den 7. Generation zugeschickt bekommen. Ich weiß nicht, wie das dann, falls ihr das macht, wie das dann bei euch ist, welchen ihr bekommt, aber ich fange jetzt mal mit dem Unboxing an. So, zumindest da in Originalverpackung. Ich habe auch schon gehört, dass man bei den Replacement-Sachen nur den iPod als Bulk kriegt, also in so einem Luftpäckchen. Also normalerweise bekommt ihr auch, glaube ich, keine Zubehör dazu. So. Fangen wir mal an. Keine Ahnung. Naja, 2,5 Zoll Display, also ist schon wieder größer geworden, um 1 Zoll, als der kleine 6. Generation. Packen wir den ganzen mal aus. So, ich habe den in Graphit bekommen. Das ist dieses komische Grau hier. Normalerweise, glaube ich, könnt ihr euch die Farbe nicht aussuchen, also bekommt irgendeinen zurückgeschickt. Dann, was eigentlich noch dabei ist beim iPod Nano, sind Apple-Kopfhörer, die jetzt ziemlich seltsam ausschauen. Also das sind schon die neueren Kopfhörer, die habe ich auch noch nicht gesehen. Das sind, glaube ich, auch die, die beim iPhone 5 dabei sind. So. Dann das typische Apple-Ladekabel, also vom neuen, wie es das iPhone 5 auch hat, also nicht mehr dieser breite Stecker, sondern schon dieser kleine hier. Und hier eben die neuen Kopfhörer und irgendein Beschreibungszeug, ich glaube auch dieser Apple-Sticker. Was es dazu zu sagen ist, ein Jailbreak-Video werde ich euch dazu nicht zeigen können, da es für diese Nanos kein Jailbreak gibt, da das Ganze nicht auf iOS rennt. Das ist etwas anderes von Apple, also eine eigene Software, und ich glaube auch nicht, dass sich irgendwelche Programmierer die Mühe machen würden, auf so einem kleinen Bildschirm halt das Ganze zu programmieren. Also Jailbreak gibt es dafür leider keinen, finde ich sehr zum Nachteil von diesen Geräten, deswegen würde ich mir eher ein iPod Touch zulegen, ist auch nur geringfügig teurer. Yep, dann wir können ihn da nochmal rausnehmen. Ja, schauen, wie das hier geht. Also ich finde, Graphit schaut sowieso am edelsten aus von allen anderen. Es gibt den, glaube ich, auch noch in Gelb oder in Blau, wobei mir das Graphit eigentlich eher am meisten zusagt. Dann seht ihr hier, hier ist jetzt der kleine Stecker, ist jetzt nicht mehr so in der Mitte. Für die Kopfhörer habt ihr es auch hier unten auf der Seite. Und sonst wie gewohnt Home-Button und hier der Power-Button. Ja, auf der Seite noch lauter, leiser, und das war es eigentlich schon wieder. Ja, das war mein Unboxing zum iPod Nano 7. Generation 16 GB. Danke fürs Anschauen.